Hallo, heute machen wir ein fluffiges Ciabatta oder auch Pantoffelbrot genannt. Wir machen jetzt die Autolyse. Wir brauchen dazu 400 ml kaltes Wasser, 0,8 Gramm Frischhefe und 0,3 Gramm Vitamin C. Aber das muss nicht sein. Könnt ihr benutzen, hält das Teiggerüst ein bisschen fester zusammen. Dazu kommen noch 25 Gramm Olivenöl. Das ist so ein Schnapsgläschen voll. Könnt ihr euch merken. Nicht ganz voll, so ein Fingerbreit weglassen. Dann habt ihr genau 25 Gramm. Dann gebe ich dazu ein Weizenmehl, Typ 550. 600 Gramm. So, dann kommen wir schon zum Knete. Also ich benutze jetzt die neue MC. Könnt ihr auch einen Thermomix nehmen oder Rührgerät und könnt das zusammenrühren. Oder eine Küchenmaschine, KitchenAid habe ich auch da. Beim Thermomix oder bei der Monsieur Cuisine müsst ihr dann aufpassen, allerhöchstens für 2 Minuten Knete. Also nicht länger wie 2 Minuten Knete. In der Pause, das ist ungefähr nach einer Minute, macht die Maschine Pause, dann gibt ihr noch das Salz hinzu. Könnt ihr 12 bis 16 Gramm reingeben. Wir gehen über zur Stockgare. So, dann nehmt ihr jetzt eine Schüssel und ölt das gut aus. Ich forme den Teig nochmal ein bisschen zum Teigling. Und der muss jetzt 24 Stunden bei 20 Grad in der warmen Küche reifen. In der Reifezeit, wenn es geht, 6 Mal dehnen und falten. Nach 24 Stunden bemehlen wir die Arbeitsplatte, bemehlen den Teig ein bisschen und stülpen ihn ganz vorsichtig auf die Arbeitsmatte. Bitte behandelt den Teig ab jetzt wie ein Baby. Drückt die Luftblasen nicht raus, schon habt ihr die später auch nicht drin. Wenn ihr euch an die Wasserangabe gehalten habt und an die Teigmenge, dann klebt er auch nicht und ist richtig gut standhaft, wie ihr seht. Ich ziehe den jetzt so ein bisschen über die Arbeitsmatte und tue dann den Teigling ein bisschen spannen. Das nennt sich dann auch Stretch and Fold. Also immer ein bisschen über die Arbeitsmatte ziehen, ein bisschen mehle. Macht aber nicht zu viel Mehl dran. Ich benutze jetzt hier so ein Roggemehl. Das ist ganz grobkörnig, wie ihr seht. Habe ich von der Mühle. Ist aber wirklich richtig gutes Mehl, was ich da habe. Auch das Weizenmehl, das 55er, ist richtig, richtig gutes Mehl. Und auch überhaupt nicht teuer. Dann hole ich meinen Gärkorb. Mehl den auch wieder gut aus mit Roggemehl. Könnte aber auch Reismehl benutze, das geht auch ganz gut, aber es sieht einfach nicht gut aus am Brot. Deswegen, ich bleibe jetzt beim Roggemehl und das funktioniert auch. Mit einem Teigtuch drin klebt das dann auch überhaupt nicht. So, wir gehen jetzt über in die Stückgarre und die ist genau 1 Stunde. Und nach einer halben Stunde heize ich den Backofen auf 250 Grad, volle Bulle. Und bevor wir das Brot einschieben, schwaden wir mit 50 ml heißem Wasser. Nach 10 Minuten, wenn das Wasser weg ist, lasse ich den Dampf ab und das Brot wird für 20 bis 25 Minuten durchgebacken mit 250 Grad Ober- und Unterhitze. So, das verfrachte man jetzt hier in den Gehkorb und dann gehen wir über in die Stockgarre. Ich forme es dann noch mal ein bisschen mit der Hand. Ich fahre da mal noch ein bisschen an der Seite immer so ein bisschen drunter und ziehe das noch mal ein bisschen stramm. Und dann läuft es auch im Ofen auch nicht breit. Das hat jetzt schon so ein stabiles Teiggerüst. Das wird nie weglaufen. Das könnt ihr auch frei im Ofen backen. Auf dem Pizzastein oder so. Wunderbar. Zum Schluss nochmal ein bisschen einmähle. Dann nehme ich so eine Abdeckhaube. Das ist eigentlich für die Haare. Habe ich eine neue geholt. Ich habe zwei Stück. Gibt es zwei Sorten. Die billige hier. Und dann gibt es halt noch diese. Die sind etwas teurer, aber die sind nicht durchsichtig. Kriegt er auch beim Rossmann zu kaufen, ganz billig. So, nach der Stückgarre tun wir den Backofen schon vorheizen. Also den habe ich jetzt schon vorgeheizt. Schieb das Brot direkt rein auf meinen Backstein. Könnt ihr ruhig auch das Backpapier dazu nehmen. Und das wird dann auch gleich noch mit 50 ml heißem Wasser geschwartet. Einschneide braucht er das nicht. Und dann kommen wir schon hier zum Anschnitt. Gebacken wurde bei 250 Grad Ober- und Unterhitze für 20 bis 25 Minuten, je nach Bräune, wie ihr das möchtet.
und schaut euch an, wie lecker und wie fluffig das geworden ist. Also ich habe es schon probiert. Ich konnte es ja wieder nicht abwarten, weil ich unbedingt sehen wollte, wie es aussieht. Das wird jedes Mal anders. Aber heute ist es wirklich richtig klasse geworden. Schaut euch den Anschnitt an hier. Die Scheibe, also ist wirklich ganz klasse. Und ich schreibe es natürlich auch noch in die Infobox rein. Und ich sag mal wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Ciao, ciao.